Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, es geht wieder los. Heute ein Impfaufklärungsvideo. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf die ganzen Kommentare mal wieder. Heute habe ich mir die Pharmaindustrie mal verfolgt. Die Pharmaunternehmen oder auch Big Pharma genannt. Sehr, sehr oft in Verruf bei Impfkritikern und Impfgegnern. Und ich habe mal die gängigsten Argumente gesammelt und sie mal wirklich intensiv beleuchtet. Was ist dran, was ist nicht dran? Und um das vorwegzunehmen und den Spannungsbogen nicht auf Anschlag zu lassen, es gibt so ein paar Punkte, da kann ich Impfkritiker oder Pharma-Industrie-Kritiker auch verstehen. Es gibt aber auch ein paar Argumente, die sind echt weit hergeholt und das können wir auch mal besprechen. Gerade als Arzt hat man ja immer mit gewissen Vorwürfen zu tun. Ich glaube, egal welches Video ich über Impfungen mache, es ist mindestens ein Kommentar dabei, wo steht. Der ist ja gekauft von der Pharmaindustrie. <laughs> Ihr seht komischerweise aber nicht auf meinen T-Shirts irgendwelche oder Mützen irgendwelche Pharma-Embleme oder findet es auch nicht im YouTube-Text. Aber gut, das ist ein anderes Thema, beziehungsweise das ist das Thema auch schlechthin. Ich habe mal wirklich die gängigsten Argumente mir rausgesucht. Die beleuchten wir jetzt mal. Das erste Argument ist, Pharmaunternehmen möchten ja nur Geld verdienen. Und bei diesem Argument warte ich immer drauf, was noch kommt, weil ich finde es eigentlich jetzt nicht ganz verwerflich, dass ein Unternehmen Geld verdienen möchte. Ich glaube, jedes Unternehmen möchte Geld verdienen, ob es jetzt die Fastfood-Kette an der Autobahn ist, der Spielzeughandel und was ich tatsächlich am verstörendsten finde, kein Hahn kräht nach den Tabakunternehmen. Die verkaufen für viel Geld nachweislich gesundheitsschädliche Suchtmittel und keinen interessiert und bei der Pharmaindustrie, die ja potenziell irgendwo Nutzen haben möchten oder die irgendwie was Gutes vielleicht auch tun wollen, den Menschen, da wird drauf rumgehackt ohne Ende. Also wenn man Impfgegner ist, kompletter Impfgegner und alles hasst, was irgendwie mit Impfung zu tun hat, dann aber raucht, das finde ich kontrovers. Anderes Thema. Also ein Unternehmen möchte Geld verdienen. Okay, jetzt kommt es natürlich darauf an, auf welche Art und Weise. Wenn es natürlich mit gesundheitlichen Aspekten zu tun hat. Tabakunternehmen, ich sage es nochmal. Äh, da muss man da genauer hingucken. Das stimmt. Und es stimmt auch, dass Pharmaunternehmen einen hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von Europa hat. Das darf man auch nicht vergessen, man darf auch nie vergessen, dass da viele, viele Arbeitsplätze dranhängen, dass die für die Wirtschaftlichkeit auch von Deutschland und von ganz Europa wichtig sind, auch wenn man da kritisch gegenübersteht. Was ich aber befürworten kann oder was ich bei dem Robert-Koch-Institut ein bisschen schade finde, da gibt es ja auch diesen Disclaimer von den knapp 194 Milliarden Euro, die die gesetzliche Krankenversicherung im Jahr 2014 ausgegeben hat, entfielen 33 Milliarden, also 17 Prozent, auf Arzneimittel und lediglich etwas mehr als eine Milliarde, also 0,65 auf... Impfstoffe. Das ist immer das Argument, was man bringt bei Impfgegnern zum Beispiel. Was ich bei dieser Statistik aber auch ein bisschen schade finde, auch vom Robert Koch Institut, die Statistik ist von 2014, also fünf, bald sechs Jahre her, dass es da nicht einfach mal neuere Zahlen gibt, feststeht. Eine Herstellung des Impfstoffs ist extrem aufwendig, finanziell aufwendig und zeitaufwendig. Und was man auch nicht vergessen darf, viele, viele Impfstoffe werden ja im Labor getestet und dann auch in klinischen Studien getestet und fallen durch. Dann hat man also viel Geld investiert, um diese Impfstoffe herzustellen und sie zu testen und verwirft sie dann. Nur ganz wenige Impfstoffe, die wirklich viele, viele Tests und klinische Studien durchlaufen, kommen überhaupt auf den Markt. Bis dahin ist schon sehr viel Geld geflossen und investiert worden. Das darf man eben bei Impfstoffen auch nicht vergessen. Was hier aber auch ganz wichtig steht, die Arzneimittel und vor allen Dingen die mit den Patenten, das ist das, womit die Pharmaindustrie sehr, sehr viel Geld macht. Denn wenn man ein neues Medikament erfindet. Leichter wäre es zum Beispiel, eine Kopfschmerztablette zu erfinden, die einfach 10 Minuten schneller wirkt als die Konkurrenz und vielleicht eine Stunde länger anhält, die Wirkung. Das wäre etwas, wo keine Medien drauf lauern und keine Impfkritiker und Gegner drauf lauern, dass da irgendwas passiert, sondern es ist eine Kopfschmerztablette, die einfach besser ist, dann legt man ein Patent drauf als Pharmaunternehmen und kann da richtig viel Geld mitmachen. Das wäre etwas, was man als Pharmaunternehmen, glaube ich, leichter auf die Wege bringt als. Impfstoffe, wo eh alle schon drauf warten, dass irgendwas ist und das kann natürlich auch so ein Pharmaunternehmen ruinieren. Wenn da jetzt ein Impfstoff auf den Markt kommt, der irgendwo nachweislich Schäden anrichtet, dann ist diese Industrie, diese Pharma oder das Pharmaunternehmen wirklich im A. -Punkt, Punkt. Denn dann kauft kein Mensch mehr etwas von diesem Pharmaunternehmen. Also es ist wirklich ein heißes Feuer, mit dem die Pharmaunternehmen da auch Spielen, aber natürlich haben sie auch einen finanziellen Nutzen von solchen Impfstoffen. Es gibt zum Beispiel auch in der Vergangenheit, nehmen wir mal Contagan zum Beispiel. Kennt ihr Contagan-Kinder noch? Ich glaube in den 60er-70ern war Contagan so ein Schlafmittel für Mütter auch und Schwangere haben das eingenommen. Auf einmal kamen die Kinder auf die Welt mit sehr viel Verstümmelung. Das ist auch ein Grund, warum man da so kritisch ist bei Pharmaunternehmen. Ist auch ganz, ganz wichtig und ganz richtig. Aber man darf auch immer nicht vergessen, heutzutage sind die Richtlinien und die Tests einfach sehr, sehr straight. Heute muss wirklich ein Medikament sehr, sehr gut getestet sein, dass es überhaupt den Weg auf den Markt findet. Ein weiteres Argument, was ich nachvollziehen kann, ist Pharmaunternehmen haben ein Monopol auf dem Markt. Es gibt zum Beispiel in Deutschland gar nicht so viele Pharmaunternehmen und auf der Welt auch nicht. Die haben also langsam so eine Monopolstellung. Und Monopol, da schaudert es einem immer so ein bisschen, weil die haben natürlich auch eine gewisse Machtstellung. Das stimmt, das kann ich nachvollziehen, das ist auch schade, aber wir sehen das in der ganzen Medizin. Zum Beispiel gehen die ganzen kleinen Krankenhäuser in der Peripherie, gehen unter, weil sie es finanziell nicht mehr stemmen können und alles verlagert sich jetzt auf Zentren. Es gibt also jetzt immer mehr Gesundheitszentren, Klinikzentren, MVZs, medizinische Versorgungszentren und so ist es eben auch bei der Pharmaindustrie, dass die wirklich vor allen Dingen bei den Impfstoffen diese Produktion und Herstellung und Forschung in die Zentren verlagern, die sich sehr gut damit auskennen und die die finanziellen Möglichkeiten haben. Ein kleines Pharmaunternehmen kann diese Impfstoffe fast finanziell gar nicht erforschen und noch weniger selbst herstellen. Das heißt, wir haben eine gewisse monopolstellung so dass wir nur so drei bis vier große pharmaunternehmen in deutschland zum beispiel haben die impfstoffe herstellen das kann man kritisch sehen das finde ich ja auch immer kritisch wenn jemand monopolstellung hat aber es geht heutzutage fast gar nicht mehr anders weil wir immer uns mehr spezialisieren und gerade so als eine klinik die dann auf irgendwas spezialisiert ist da kommen einfach die kleinen krankenhäuser drumherum die eben nicht spezialisiert sind irgendwann auch qualitativ nicht mehr mit jetzt kommen wir zu einem wichtigen punkt bei dem ich wirklich aus dem nähkästchen plaudern kann es geht darum dass die Pharmaindustrie und die Pharmaunternehmen ja, die Ärzte bezahlen. Ich frage mich immer, wie, wie sowas abläuft. Also kommt da jemand in die Klinik zu mir und sagt, komm mal, komm mal vorbei und hat dann unter seinem Mantel, weiß ich nicht, einen Scheck mit uh, 1000 Euro. Also so läuft es nicht ab. Es gibt Ärzte, die bezahlt werden von den Pharmaunternehmen, das erzähle ich gleich, wo da auch die Gelder besonders hinfließen. Aber das muss ich gleich vorwegnehmen. Das ist heutzutage, früher war das vielleicht so. Früher hat man auch so einen Kugelschreiber hier im Hemd gehabt, wo irgendein Pharmaunternehmen draufstand oder irgendein Arzneimittel. Heutzutage gibt es ein Antikorruptionsgesetz. Wir als Ärzte, wir dürfen rein rechtlich gar nichts mehr annehmen. Wir dürfen überhaupt nichts machen. Wenn ich euch irgendein Nahrungsergänzungsmittel jetzt empfehlen würde, Nahrungsergänzungsmittel ist nichts anderes als gepresstes Obst zum Beispiel, das darf ich nicht. Ich darf im Prinzip nichts machen, was mit Werbung und Irgendwas mit Arzneimitteln zu tun hat. Es gibt noch ein Arzneimittelwerbegesetz, es gibt ein Heilmittelwerbegesetz. Du kommst als Arzt wirklich in die Predulie. Du machst dich strafbar, wenn du irgendetwas auch nur mündlich empfiehlst. Wenn dich derjenige anschwärzt und sagt, ja, der hat mir aber das Zinkpräparat da empfohlen, dann bist du ganz schnell als Arzt deine Approbation, also deinen Job los. Das heißt, diese Vorstellung, dass da jemand mit, weiß ich nicht, Fufis rumläuft und in der Klinik die die Geldscheine verteilt, ist einfach nicht wahr. Ich habe zum Beispiel in meiner Karriere auch noch nie erlebt, dass irgendwie nur ein Pharmaunternehmen in die Nähe von so einer Klinik reinkommt. Es sei denn, zu Fortbildungszwecken. Und da kommen wir jetzt zu. Blendet euch jemand eine Statistik ein, wo die Gelder hinfließen, wenn Pharmaunternehmen Ärzte bezahlen. Ein absoluter Großteil geht eben in die Forschung. Das heißt, wenn ein Pharmaunternehmen sagt, hier, ich möchte ein neues Medikament, eine neue Kopfschmerztablette erfinden, die früher wirkt und länger hält, dann fließen Gelder natürlich von diesem Unternehmen an den angestellten Arzt, der dort Forschung betreibt. Dann gibt es noch sogenannte Fort- und Weiterbildung eben, wo Professoren, Ärzte, die auf einen Bereich spezialisiert sind, eingeladen werden um ihre Ergebnisse und ihre Forschung zum Beispiel zu teilen. Auch da muss der Vortragende extrem vorsichtig sein. Der muss auch immer, wenn die uns quasi eine Fortbildung darstellen und ihr Produkt zeigen mit Statistiken so und so gut wirkt zum Beispiel Chemotherapie da gibt es ja jedes halbe Jahr irgendwas Neues und da sind die Pharmaunternehmen viel am Forschen und wenn die jetzt ein neues Medikament rausgebracht haben dann darf sich jetzt kein Professor XY dahinstellen und sagen das ist das Medikament das verlängert die Leben der Menschen sondern er muss das auch immer statistisch mit der Konkurrenz quasi vergleichen dass er sich aus dieser Empfehlungsspirale rauszieht. Natürlich wird da das Präparat genannt von diesem Pharmaunternehmen, aber auch immer im Vergleich zum Beispiel zur Konkurrenz. Wir hatten euch eine Fortbildung auch in der Klinik, wo man gesagt hat, es geht jetzt nicht um das Präparat von uns, sondern es geht um den Inhalt und den Wirkstoff. Und die haben das wirklich verglichen mit der Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist zum Beispiel auch ein Stück weit besser zum Beispiel abgeschnitten. Also war ganz interessant. Auch da fließen Gelder zu den Ärzten, aber auch da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und dann fließen natürlich noch Gelder zu Spenden und Stiftungen und guter Zweck etc. Also wenn jetzt ein großes Pharmaunternehmen sagt, hier, äh, wir möchten mehr, dass die Leute Knochenmark spenden oder einfach Stammzellen spenden, dann können die auf jeden Fall einen gewissen Betrag X. Spenden an so ein Institut, Wir müssen das natürlich auch transparent und offenlegen, dass da Gelder geflossen sind, auch da gilt ein Antikorruptionsgesetz, das ist quasi einfach nur eine Spende, so wie ich jetzt auch spenden könnte, ohne dass ich die Leute bestechen möchte, um da einfach auch ein bisschen Werbung für die Menschlichkeit zu machen. Also Gelder fließen auch an Ärzte, aber eben nicht so, wie man es vielleicht denkt, wenn ich jetzt sage, hier Leute, ähm, geht mal impfen mit euren Kindern dann heißt das jetzt nicht, dass irgendwie Pharmaunternehmen XY auf mich zugetreten sind, mir Geld geboten haben, dass ich das jetzt so erzähle. Wenn dann müsste ich ja deren Impfstoff auch noch mitempfehlen, was ich ja nicht tue. Ein Argument, was auch sehr sehr oft kam, was ich zum Teil wirklich verstörend finde, dass das wirklich geglaubt wird, äh, gerade in in solchen westlichen Ländern wie wir es sind, dass dort auch Medikamente auf den Markt kommen und gebracht werden einfach, äh, die gar keine Wirksamkeit haben, außerhalb von Placebo Tabletten, die es ja wirklich gibt und die keine Wirksamkeit haben. Soll es tatsächlich Medikamente da draußen geben, die einfach überhaupt nicht wirken und äh, wo einfach das Geld mitgemacht werden soll? Ihr müsst euch echt mal damit beschäftigen und wenn man selbst mal im Labor saß, um seine Doktorarbeit zu machen, was das für ein Aufwand ist, vom Labor über dann die ersten Laborstudien, dann über die klinischen Studien mit Tieren, dann über die klinischen Studien mit Menschen und dann über einen längeren Zeitraum beobachtet, was das für ein Riesenweg ist, bis ein Medikament überhaupt auf den Markt kommen darf und es muss natürlich auch ein Medikament sein, was es so in der Form noch nicht gibt und was in der Form auch besser sein muss als das, was es schon gibt auf der Markt und das Wirkungsprofil muss natürlich besser sein als das Nebenwirkungsprofil jedes Medikament auf der Welt und wenn es nur jetzt mal wieder bei Zink und wenn es nur Zink ist, hat ein gewisses Nebenwirkungsprofil. Wenn ich zu viel Mais esse, hat das auch gewisse Nebenwirkungen. Und wichtig bei solchen Medikamenten ist natürlich, dass die Wirkung besser ist als die Nebenwirkung, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen komisch. Unabhängig von diesen ganzen Laborgeschichten wäre es absolut unethisch, Menschen vorzugaukeln, sie nehmen eine Tablette ein gegen Kopfschmerzen, die gar nicht wirkt. Leute, wir haben auch in Deutschland eine Ethikkommission, die sowas auch beleuchtet. Summa summarum. Ich finde es extrem wichtig, dass man auch kritisch bleibt und auch Thema Impfung so ein bisschen kritisch beäugt und hinterfragt, dass man nicht alles einfach hinnimmt, was ein Arzt oder eine Pharmaindustrie einem erzählen möchte. Man darf ja auch ruhig in Frage stellen. Aber wenn man dann auch in Frage stellt, muss man sich entsprechend auch gut informieren und gucken, ist da überhaupt irgendwas dran an meiner Hinterfragung oder eben nicht. Und wenn man es wirklich durchziehen will, bin ich ja dabei. Wenn man wirklich sagen möchte, okay, Pharmaindustrie ist doof, ich möchte mit denen nichts zu tun haben, dann darf man aber auch nicht und niemals wenn man mal Kopfschmerzen hat, eine Kopfschmerztablette nehmen. Oder wenn man mal Übelkeit hat, eine Tablette gegen Übelkeit nehmen. Oder wenn man Diabetes hat, dürfte man kein Insulin spritzen. Also wenn man das wirklich durchziehen will, dann kommt man schon sehr in die Predulie. Und das ist ja die Quintessenz bei diesen ganzen krassen Gegnern und vor allen Dingen den Impfgegnern gegenüber der Pharmaindustrie. Und wenn man das wirklich durchziehen möchte und gegen diese monopolisierenden Megaindustrien ist, dann muss man auch mit im Rauchen aufhören. Weil das finde ich tatsächlich, wenn man die beiden gegenüberstellt, Tabakindustrie, Pharmaindustrie, dann bin ich doch eher bei der Pharmaindustrie. Und nein, ich bin nicht bezahlt von den Pharmaunternehmen. Ihr könnt überall gucken. Ihr könnt nach Hause kommen und suchen. Ich bin nicht bezahlt. Ein wichtiges und gutes Thema. Ich bin froh, dass wir das so ein bisschen beleuchten konnten. Wenn euch noch Argumente fehlen oder ihr noch Anregungen habt, positiv wie negativ, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Ich bin mir sicher, da geht es wieder hoch her. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.